Herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Ich habe heute für euch ein Paket von der lieben Tina von Kreativfalter. Das sollte mein Designteam-Beitrag Material sein, aber auch ein Geburtstagsgeschenk ist hier drin. Und ich bin schon sehr gespannt, was sie mir da reingepackt hat. Ich bin schon total aufgeregt. Das ist so aufregend, weil ich aus dem Geburtstagsgeschenke auspacken gar nicht mehr rauskomme. So, und sie hat das extra schön gepolstert, weil ich ihr erzählt hatte, dass ich manchmal Probleme hatte mit Paketen, die in eine Pfütze reingeworfen worden sind. Und das hat sie sich so zu Herzen genommen, dass sie das extrem gepolstert hat für mich. Also vielen, vielen Dank, liebe Tina. Das ist ja eine mega gesicherte Verpackung. Da sieht man es mal wieder, wie sie mitdenkt, wenn sie sowas erfährt. Und da haben wir wieder diese wunderschönen Umschläge mit diesen Siegeln. Diesmal in Rot, finde ich ja auch mega schön. Wow, schaut euch mal die Karte an. Ach, das ist ja niedlich. Ich habe auch mit genau diesen Stanzteilen meine Karte gebastelt. Das finde ich jetzt total süß, dass ich so eine bekomme. Denn die habe ich letztens meinem Sohn geschenkt. Der fand die so niedlich. Ich habe nämlich da mehrere Gesichter dann drauf gemalt. Und die ist sogar von ihr, die hat sie selber gemacht. Das ist ja total Schreibt mir hier, süß. dass eben mein Designmaterial und auch mein Geburtstagsgeschenk hier drin ist. Und sie hofft sehr, dass sie meinen Geschmack getroffen hat. Ich bin schon sehr gespannt, was sie hier reingepackt hat. Und die Karte ist schon mal wunderschön. So, da hat sie ja echt richtig tolle Sticker hier mit reingepackt. Die gefallen mir echt gut. Mega schön. Oh wow, da ist noch mal so eine schöne Blume drin. Auch ich finde ja diese gehäkelten Blumen wunderschön. Schaut euch das mal an. Einfach Ich nur hatte ja schön. eine davon schon in diesem Schwangerschaftsjournal verwendet. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich zeige, wie dieses Schwangerschaftsjournal eben aussieht von innen. Das habe ich auch alles mit dem Papier von Kreativfalter gebastelt. Und das ist auch so eine wunderschöne gehäkelte Rose von der lieben Nicole. Ich liebe die ja. Also damit kann man echt ganz toll verzieren. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Etwas Neues für die Geflügelten. Aha. Oh, ist das schön verpackt. Richtig hübsch. So schön hast du das für mich eingepackt. Dankeschön. Mein Sohn ist hier neben mir und spielt mit Knetmasse, also falls ihr was hört. Oh, wow. Das ist ja toll. Das ist ja niedlich. Guckt euch mal die Fee an. Oh mein Gott, ist das süß. Du wirst sie sehen. Guck mal. Oh, ist das süß. Schaut euch das mal an. Das ist ja mega. Das heißt, es ist ein Stempelset und das passende Stanzteil dazu. Boah, das muss ich mir gleich mal genauer anschauen. Ups. So. Wow, ist das süß. Boah, wie cool ist das denn? Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, ist das niedlich. Oh, danke schön. Das ist ja richtig, richtig toll. Mega. Boah, das möchte ich auf jeden Fall demnächst gleich mal ausprobieren. Ja, zeigst du deine Knetmasse, ja? Ja, jetzt habt ihr ein bisschen was von der Knetmasse gesehen, okay? Ja, wunderschön. Das ist ja. Dankeschön. Ich kann es gar nicht glauben. Toll. Da steht hier Kind 1, Kind 2. Ach, wie süß ist das denn? Schaut's mal. Ihr kriegt auch was. Ist cool. Sollen wir auspacken, was du kriegst? Ich habe einen Guck mal. Sticker. Oh, wie süß! Oh mein Gott, danke schön! Ach, wie lieb!
kleinen Panda-Bären, die ihr so süß fandet. Oh, wie süß ist das denn? Oh, vielen, vielen Dank. Ja, die wollte ich unbedingt bestellen für meine Kinder, weil die so süß fanden. Wie nett. Ich danke dir von Herzen, wirklich. Das ist ja sowas von lieb. Guck mal. Jetzt kannst du auch schon die Karten basteln, gell? Mama tut sie wieder hier rein und dann holen wir sie beim Kartenbasteln raus, okay? Und ich gehe mal davon aus, dass hier das Gleiche ist. Das lasse ich meinen großen Sohn dann selber auspacken, weil ich denke, er will diese Verpackung dann auch behalten. Ja, ich denke mal, da wird er sich riesig freuen. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Das ist ja sowas von süß. Ja, und dann haben wir hier noch ein wunderschönes Band mit Schmetterlingen. Guckt's mal. Boah, ist das schön. Richtig toll. Ich danke dir. Ja, mit so Bändern kann man ja auch wirklich so viel machen. Und ja, zum Basteln von Verpackungen kann man sie nehmen, für Journals, für Seitenränder. Ich liebe ja sowas. Und hier steht etwas Gebrauchtes. Was haben wir denn da? Ja, hier kommt immer mal wieder eine kleine Hand, die was zeigen möchte, gell? Oh, jetzt habe ich es doch kaputt gemacht. Wow. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, danke schön. Boah, ist das schön. Guck mal, Pusteblumen. Und ihr kriegt jetzt ein Eis. Okay, danke schön. Ich finde das total schön. Also vielen, vielen Dank. Da würde ich sie am liebsten gleich ausprobieren. Vielleicht mache ich das jetzt auch, dass ich jetzt zum Schluss die dann gleich ausprobiere. Ich glaube, das mache ich. Weil die sind ja mega schön und auch das Papier ist so schön. Hier ist was drin, was nicht mehr ganz voll ist und etwas ganz Spezielles auf dich abgestimmt. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Auf mich abgestimmt, okay. Oh, wow. Ein Kokon. Okay. Ja, eine Raupe hast du jetzt gemacht. Boah, ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schaut euch das an. Boah, ist das schön. Oh, meine liebe Tina, ich danke dir. Oh mein Gott, ist das schön. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich zuerst an. Ich will zuerst. Ich weiß es nicht. Oh, ist das cool. Jetzt machen wir im Schnelldurchlauf das. Ich danke dir von Herzen. Da steht Rajasthan Colors of India. Ich liebe ja dieses Papier. Und jetzt habe ich noch mal einen Block bekommen. Boah, ist das schön. Schaut euch das mal an. Das sind diese Naturpapiere. Wow. Oh mein Gott, ist das schön. Das ist einfach nur schön. Boah. Mega. Aber das ist noch viel schöner. Ich muss mir das jetzt, ich tue das jetzt alles auf die Seite, weil ich das, ich kann das gar nicht glauben. Schaut euch das mal an. Dieses Papier, mega. Und dieses Papier heißt Buntes Indien und das hat eine 120er Grammatur und wir haben hier sechs verschiedene Bögen. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Diese Farbenpracht, herrlich, oder? Guckt euch das mal an. Wow, ich bin gerade total schockiert. Ich freue mich so, ich möchte unbedingt damit basteln. Guckt euch das mal an, wie schön ist das denn? Oh, ist das schön. Es wird noch schöner. Boah, Tina. Das ist so schön, was du hier gemacht hast. Oh, danke schön. Stachelitus. Stachelitus. Da kommt der Knetmassenmann wieder. Stachelitus. Das ist so schön. Ich danke dir. Oh. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Das ist so schön und die ganzen Farben und boah, das ist traumhaft schön, wirklich. Ich danke dir von Herzen. Ich kann es gar nicht glauben, wisst ihr das? Guckt euch das mal an, das Taj Mahal und im Hintergrund noch diese
Ja, dieses Papier. Also das ist ja der Oberhammer. Liebe Tina, echt. Das bewegt mich jetzt gerade so sehr. Das ist einfach nur schön. Oh, da ist sogar ein V dabei. Schaut's euch das mal an. Boah. Das ist so schön. Guckt euch das mal an. Ja, also daraus bastle ich auf jeden Fall was. Das ist so, so schön. Schade, dass es schon wieder vorbei ist. Ich hätte noch mehr Seiten blättern können. Das ist wirklich total meinen Geschmack getroffen. Wirklich. Einfach nur schön. Guckt euch das mal an. Da wüsste man auch gar nicht, was man als Cover nimmt, weil ja einfach jede Seite so, so speziell ist. Wirklich. Boah. Tina, danke schön. Echt. Damit hast du mir wirklich, ja, du hast mich jetzt total bewegt und mein Herz berührt, wirklich. Das ist so schön. Ich würde es mir am liebsten gleich nochmal angucken, weil ich es so schön finde, echt. Das werde ich auch danach nochmal angucken. Dankeschön. Und jetzt kommt das Design-Team-Material, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Ich musste mich jetzt kurz noch ein bisschen sammeln, weil mir sind jetzt schon ein bisschen die Tränen gekommen, weil ich habe damit nicht gerechnet, dass sie sowas macht. Und ich habe zwar sowas schon mal angedeutet, dass ich mich selber so ein Papier freuen würde und dass sie es aber jetzt schon umgesetzt hat. Also der Oberhammer, und das ist halt eben Tina. Und deswegen bestelle ich auch so gern bei ihr, weil sie einfach, ja. Ihr ist einfach jeder einzelne Kunde wichtig, ob er in ihrem Designteam ist oder nicht. Also jeder, der ihr schreibt, jeder Abonnent oder einfach nur Kunde von ihrem Shop, der ihr schreibt, das nimmt sie sich zu Herzen und versucht das Beste daraus zu machen, um dann das Produkt herauszubringen, was derjenige eben haben möchte. Und sie hofft halt, dass sie dann auch die Vorstellungen des Kundens verwirklicht. Und das merkt man jetzt auch an diesem Papier. Wirklich viel habe ich dazu nicht gesagt, aber es ist so was von meinem Stil, mein Geschmack. Da hat sie einfach alles getroffen, jeden Nerv bei mir getroffen. Wirklich, das ist einfach nur schön. Und ja, deswegen musste ich jetzt mit mir ein bisschen kämpfen, dass ich jetzt nicht gleich drauf losheule. Das möchte ich ja nicht, weil ich freue mich ja auch sehr und das ist einfach nur schön. Danke dir von Herzen, wirklich. So, mein Design-Team-Material bezieht sich auf das Thema Piraten. Denn ich war so begeistert von diesem Papier, dass ich das unbedingt haben wollte. Sie hat ja dieses Papier auch auf einen Wunsch von der lieben Nicole gemacht. Sie hat sich nämlich etwas gewünscht im Piratenstil und daraufhin hat sie dann eben dieses Papier gemacht. Und ich finde das so cool, dass sie das immer macht für einen. Ich glaube, das kriegt man woanders nicht, diese Möglichkeit. Ich habe die drei Sets haben wollen. Ich zeige euch jetzt alles nochmal ausführlich für all die, die vielleicht das Shop-Update nicht gesehen hatten. Also, wir haben hier einmal den Porträtbogen Piratenbraut. Den finde ich ja sowas von schön. Guckt euch das mal an. Einfach nur mega schön. Ja, und dann haben wir hier Porträtbogen Piraten auf See. Die fand ich auch so cool. Schaut euch mal die an. Hier stehen auch Sprüche drauf. Finde ich auch mega. Und auch das. Dann habe ich noch dieses Piratenfahrt. Das ist das Junk Journal Papierset in einer 120er Grammatur. Und man bekommt hier 8 verschiedene Bögen. Und da sind hier so tolle, also hier sind auch noch tolle Sachen, die man sich ausschneiden kann, wie so Stanzteile. Sieht ja auch sehr cool aus, dieser Pirat, finde ich. Doch der Schatz und hier mega cool. Ja, und dann geht's auch schon los. Dieses Papier finde ich ja so cool. Damit habe ich auch schon eine Idee, was ich damit machen möchte. Und wir haben hier unten auch immer Stanzteile. Einfach nur schön, wie aus einem Buch, aus einem Märchenbuch, finde ich.
haben wir hier so eine Schatzkarte. Und schaut's mal, wie süß ist der denn? Oder ist das eine Sie, die sich einfach nur so ein Bart hingemacht hat? Man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Nochmal Knetmasse, hast du einen Tintenfisch gemacht? Ja, toll, hast du den gemacht. Das erkennt man doch. Ja, den erkennt man, da hast du recht. Ist auch mega schön, schaut euch mal die Farben an. So, so schön. Und hier, da haben wir so ganz viele bunte Farben. Eigentlich ist das ein Oktopus. Ein Oktopus, ach so. Total schön, ich bin begeistert. Ja, das Papier ist einfach nur traumhaft schön. Ich freue mich schon sehr, damit was zu basteln und euch dann zu zeigen, wie es fertig aussieht. So, und dann haben wir hier das nächste Set. Das heißt der alte Pirat. Haben wir auch in einer 120er Grammatur 8 verschiedene Bögen. Das ja, ist... seht ihr den nochmal mit mehreren Armen. Ja, mein Kleiner will heute auch mehrmals vor die Kamera, so wie es aussieht. Hä? Ja, hier sieht man noch die einzelnen Piraten. Finde ich auch total cool. Und hier haben wir es ein bisschen gruselig. Aber das passt ja auch sehr gut zu diesem Thema, wie ich finde. Und das ist dann das nächste Papier. Da haben wir auch so ein paar grimmige Piraten, wie ich finde. Und ja, das finde ich ja wieder richtig toll, dass man hier so auch ganz viel Platz hat zum Schreiben. Und dann dieses wunderschöne Bild hier so rauskommt. Mega schön. Schaut euch das mal an. Total cool. Und hier ist auch so eine Karte an der Seite. Sehr, sehr schön. Also es ist perfekt für ein Junk Journal. Daraus kann man mega, also daraus kann man definitiv ein Junk Journal basteln. Man bekommt alles, was man dafür braucht. Auch den finde ich irgendwie total cool, wie er so in die Ferne guckt. Ist auch total schön. Ja, jetzt habe ich da irgendwie ein Papier von hinten noch geholt. Das war jetzt auf jeden Fall mein Designmaterial. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das ein Thema ist, was euch interessiert. Und ja, ob ihr euch auch darauf freut, wenn ich dann daraus was bastel. Und natürlich könnt ihr mir jetzt auch noch in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, was wir hier Cooles... Wie habt ihr ihn noch ins geschrumpft? Ein geschrumpfter Oktopus. Mhm. Ja, und dann dürft ihr mir natürlich auch noch schreiben, was ihr von diesem mega coolen Papier haltet, was sie jetzt extra für mich abgestimmt hat und gemacht hat. Ich kann es gar nicht glauben, immer noch. Das ist jetzt für mich ein mega Highlight gewesen. Das werde ich mir jetzt auch gleich nochmal in Ruhe anschauen. Ich fand das so, so schön. Und ja, all die anderen Sachen, diese tolle Karte, die sie mir gemacht hat, das werden wir gleich ausprobieren. Ich wollte euch nur noch mal kurz zeigen, was das alles war, weil das mache ich zum Schluss dann nicht mehr. Da könnt ihr mir dann in die Kommentare schreiben, was ihr von all diesen tollen Sachen haltet. Ja, ich habe sehr viel Liebe gespürt, wie immer, wenn ich von ihr eigentlich ein Paket bekomme. Aber das war heute schon besonders, gerade wegen diesem Papier. Das hat mich total berührt. Habe ich nicht damit gerechnet, wirklich. Also vielen, vielen Dank, liebe Tina, für diese mega schöne Post. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, dann räume ich alles weg und wir testen mal die Stempel aus. Als erstes möchte ich mal diesen Stempel mit den Pusteblumen ausprobieren. Den finde ich ja mega schön. Ich habe es jetzt schief gestempelt. Wow, schön, ne? Also ich meine, ich denke, das muss ich noch ein bisschen üben, dass das komplett zu sehen ist. Aber es ist trotzdem ein mega schöner Stempelabdruck. Wenn ihr das euch auf so einer Seite vorstellt, wie schön das aussieht.
Total schön. Also vielen, vielen Dank, liebe Tina. Und jetzt möchte ich natürlich auch gern gleich diesen Stempel mit der Fee ausprobieren. Finde ich ja so niedlich. Das schneide ich mir jetzt das in die Hälfte. Und wenn wir auf dieses Bild gucken, ist das ja wie so ein kleiner Geschenkeanhänger, den man damit machen kann. Ist ja sowas von süß. Wirklich. Richtig niedlich. Total süß. Stempel ich gleich nochmal. Ja, mega schön. Ups, das war wohl nix. Vielleicht nochmal machen, irgendwie. Ist das nicht ganz drauf? So, dann werde ich das jetzt auch gleich mal ausstanzen und euch gleich mal das Fertige dann zeigen. So, ich bin jetzt fertig. Es ist noch ein bisschen am Trocknen, aber ich kann es euch jetzt schon mal zeigen. Das habe ich jetzt direkt damit gemacht. Finde ich total süß. So kommt es ausgestanzt raus. Also das bleibt am Papier haften. Das muss man sich dann selber wegschneiden, weil die Stanze geht nur bis hier. Also ich denke, das ist dafür gedacht, dass man das so aufstellen kann, wie so ein Aufsteller. Ich denke, das ist auch cool. Und ja, sieht total süß aus. Ich hatte sehr viel Spaß jetzt. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, deswegen habe ich noch so einen Glitzer drauf gemacht. Weil ich hatte erst diese, ja, diese Glitzer-Brush-Pens. Also hier für diesen Rock habe ich das hier verwendet. Das, was ich eben geschenkt bekommen habe. Und für die Flügel habe ich etwas benutzt, was so ähnlich ist wie dieses Wing of Stella vom Action Aber. Und das hat mir nicht genug gefunkelt, deswegen habe ich dann noch so einen Glitzer drauf gemacht. Und ja, jetzt finde ich, ich weiß gar nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Ja, so sieht man es. Jetzt schimmert, jetzt funkelt es halt. Und der Spruch heißt, möge dein Tag so funkeln wie Feenstaub. Und ich finde, das passt halt irgendwie ganz gut. Wie du siehst, Tina, habe ich richtig viel Spaß mit diesem Stempel, das ich gleich losgelegt habe. Also ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür. Das muss jetzt noch ein bisschen trocknen. Und das war dann mein Video. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, was ich jetzt alles noch so basteln werde. Und ansonsten freue ich mich schon das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.